Ja, hallo, heute öffnete ich mein LinkedIn-Account und bekam folgende Nachricht. Ich habe mir erstmal den Übersetzer angeworfen. Ich denke, dass es Französisch ist, könnte aber auch Italienisch sein. Ich habe keine Ahnung. Hier war der Aufruf. Um diese Form der Treppe herzustellen, habe ich fast 6 Stunden mit Allplan verbracht. Bisschen den Ärger hört man ja raus, ne? Und ja. Diese Treppe wollte ich dann nachmodellieren und habe gedacht, 6 Stunden, never, vielleicht eine Stunde höchstens. Ne? Gut, diese Shape oder diese Form hier ist natürlich das Schwierigste an dem Ganzen. Ich sage auch gleich im Vorfeld, ich habe nur die Treppe modelliert und diese eine Platte habe ich mir einfach erspart, weil die ja nicht mehr relevant ist. Ich glaube, die bekommen wir alle hin. Aber ich habe mir den Screenshot ein bisschen angeschaut und sehe hier auch ein bisschen Unstimmigkeiten. Schaut nicht ganz so toll aus, oder? Und auch hier, das dürfte doch eigentlich nicht sein, oder? Also hier dürfte es nicht diesen kleinen Fleck hier geben, diesen kleinen Pixel. Gut, aber dann schalten wir jetzt direkt ins Allplan rein und schauen mal, wie es ich erstellt habe. Vielleicht habt ihr eine bessere Methode oder eine schnellere. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sei gesagt, ich habe keine 6 Stunden gebraucht. Ihr könnt es an den Timer sehen. Sind unter 15 Minuten gewesen und habe eigentlich mehr Struggle gehabt mit dem Aufnehmen als mit der Modellierung selber. Also 15 Minuten zu 6 Stunden in Relation setzen. Jetzt überlegt euch mal, wollt ihr euer Team verbessern, dann gebt ihnen doch die richtigen Schulungen mit. Mit Schulungen könnt ihr erreichen, genau das erreichen, dass eure Mitarbeiter schneller arbeiten. Und genau um das geht's. Wenn ihr mich buchen wollt, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren oder auch CS Concept. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß jetzt beim Video. Bis gleich. Eigentlich war ich mit der Programmierung beschäftigt, aber auf LinkedIn hat mir jemand angeschrieben, er hat für eine Treppe mit Allplan insgesamt 6 Stunden gebraucht. Wie lange braucht man dafür für Revit? Ja, diesen Post, den zeige ich auch gleich. Aber zuerst wollte ich meinen Timer einstellen und das in den Vordergrund legen, damit man sieht, wie lange ich denn brauche. Ja, man sieht schon, ich habe schon allein für den Timer einrichten schon 30 Sekunden gebraucht. Und jetzt wollte ich natürlich noch, jetzt wollte ich eigentlich erst anfangen und dann haben wir gedacht, bisschen langweilig für euch. Ihr müsst ja erst mal sehen, was war denn die Herausforderung. Also es gibt irgendwie hier eine besondere Form und diese Form für die Treppe sollte hier exodiert werden oder wie auch immer. Und damit ihr das Ganze seht, habe ich auch das irgendwie dran gebracht, dass ihr immer dieses Bild seht, wie soll die Treppe am Schluss aussehen, welche Form ist gegeben. Und ihr seht, eine Minute habe ich damit schon verbracht, nur damit ihr das Bild seht und den Timer habt. Ja, und ich habe immer wieder Probleme gehabt, dieses Ding zu verschieben. Aber als erstes beginne ich mit der Form, also mit der Shape. Und die habe ich erstmal ein bisschen verkackt, weil ich zu weit weggezoomt hatte und ja, tippte hier irgendetwas ein. Punkt, Punkt, Punkt. ja, das war wohl nix. Das war der erste Satz des Pythagoras. Ja, wir zoomen gleich hin und dann sieht man, dass ich irgendwo einen Fehler drin hatte und dann sah das Ganze so aus. Also, 1 Minute 30 verstrichen, aber ich wollte nicht aufgeben, nicht wieder von vorne anfangen oder so, sondern diese Fehler nehmen wir einfach mit und dann tippte ich das Ganze endlich richtig ein. Und ja, man sieht das Ganze in Form an. Das habe ich mit einer freien 3D-Fläche erzeugt. Die möchte ich nämlich im Anschluss extrudieren entlang eines Pfades. Und jetzt hatte ich ein Problem, das Drehen funktioniert nicht. Ja, irgendwo war das Panel für das freie 3D-Drehen, war das versteckt und ich habe es nicht gefunden. Also, was mache ich denn jetzt? Ich kann es nicht frei 3D drehen. Was ist denn jetzt verkehrt? Dann ploppte auf einmal dieser Timer wieder auf und ach, ich hätte weinen können, aber mein Gott, so passiert es eben. Also nochmal probiert, frei 3D und jetzt war dieses Panel da. Jetzt um 90 Grad diese Form drehen, entlang dieser Achse. Und wenn wir jetzt in 3D uns das Ganze anschauen, in der Animation sehen wir haben es Gott sei Dank richtig gedreht. Ich hätte es auch minus 90 Grad eingeben können oder. Aber es war Gott sei Dank richtig. Und jetzt entlang dieser Form möchte ich jetzt einen Pfad kreieren. Und den Pfad muss ich an der Außenkontur dieser Treppe erzeugen. Also gehe ich her und hole mir eine 3D-Polyline.
wähle mir eine andere Farbe aus, damit ich dementsprechend agieren kann und ein bisschen einen Unterschied sehe und starte mal hier den Pfad zu kreieren. Ja, also als erstes geht es erstmal die Treppenstufen zu zählen. Ich nahm jetzt einfach an, dass das 27 auf 17 sind, aber die schauen irgendwie breiter aus, keine Ahnung. Könnte wegen der Darstellung gewesen sein. Ich nahm einfach an 27 cm auf 17 Steigungen und habe das einfach mal eingegeben. Also in X-Richtung die Steigungsanzahl, nein, die Steigungsbreite. Die Steigungsbreite, die Stufenbreite halt. 27 mal 10 Steigungen hatten wir. Und jetzt natürlich in Z-Achse ebenfalls 0,17 habe ich gegeben, mal 10. Hätte ich auch im Kopf ausrechnen können, aber das sind wir alle zu faul. Und jetzt haben wir noch so ein kleines Ecklein, das auf derselben Höhe entsteht. Und wir schauen uns das Ganze hier nochmal im 3D-Modus an. Wieder viel Zeit verloren durch das Drehen und Hinschieben der Bilder in LinkedIn oder des Bildchens in LinkedIn. Und jetzt schauen wir uns das Ganze so an. Und jetzt müssen wir hier in 45 Grad entlang gehen. Wie machen wir das also? Ah, wieder diese Dinge verschoben. Wir geben erstmal die Gerade ein, die uns jetzt noch fehlt von der Treppenstufe 1. Entschuldigung, dass ich das jetzt so dumm erkläre. Aber man sieht auch diese Unbeholfenheit gerade an meinem Bildschirm. So, jetzt nehmen wir einfach an, das sind 0,50 und ich muss nochmal die 17 mal 10 eingeben. Also 17 cm Steigung mal 10. Und jetzt haben wir diesen kleinen Bereich, wo ich gerade markiert habe. Und dann nehme ich den Systemwinkel her. Was ist hier mit dem Timer passiert? Der hat auf einmal geläutet. Dann muss ich den hier... Hier ist die Stoppuhr, wunderbar. Das hatte geläutet ohne Ende. Und jetzt sind wir die ersten 5 Minuten um und man denkt sich, oh, wieder. 5 Minuten, eigentlich muss man sagen, fair. Ja, aber es geht weiter. So, jetzt haben wir den Systemwinkel 45 Grad. Und wir geben ein, wieder die 17 mal 10. Das ist unsere Z-Höhe. Und wir haben ja nichts an der Höhe hier geändert. Aber jetzt müssen wir wieder die Höhe verändern. Da haben wir 7 Steigungen. Und diese 7 Steigungen müssen wir auch in minus Y-Richtung eingeben. Das heißt 7 mal 0,27. Damit wir die richtige Länge jetzt haben. Und in der Z-Achse haben wir 10 plus 7, genau 17 mal 0,17. Bestätigen, genau. Und jetzt haben wir den Bereich super absolviert, aber jetzt kommt der Bereich noch. Ich habe den einfach auf 1,50 Meter geschätzt, der schaut so breit aus. Könnte auch bloß ein Meter sein, aber ich habe jetzt einfach mal minus 1,50 eingegeben und nochmal in Z17 mal 0,17. Bestätigt. Und jetzt kommt der Pfad. Denn der sah mir ein bisschen kürzer aus, deswegen habe ich einfach gesagt, okay, ich drehe jetzt den Systemwinkel und mache den nur einen Meter. Und wieder 17 mal 0,17. Wunderbare Geschichte. Und jetzt haben wir noch 4 Steigungen, 1, 2, 3, 4. Und das machen wir wieder mit in X-Richtung 4 mal 0,27. Und in Z-Achse sind es 21 Steigungen, also 17 plus 4. Kennt man, Blackjack. Also 21 mal 0,17. Bestätigen das Ganze. Und jetzt haben wir noch den Rest hier. Ich habe gesagt, das ist jetzt einfach nochmal die Aufsetzung von 27 cm. Also geben wir auch hier den Rest hier so ein. Und ja. Jetzt machen wir extrudieren entlang Pfad. Aber bevor wir das machen können, müssen sich die Fläche und der Pfad berühren und das hatte ich nicht. Und hier habe ich erst nicht gecheckt, was hier los ist, aber ich hatte die Fläche nicht gut berührt gehabt. Aber jetzt haben wir alles zusammen, jetzt extrudieren wir entlang Pfad die Fläche entlang der Line und ihr seht, wie toll das jetzt schon alleine aussieht. Und ich glaube, man denkt sich, jetzt ist ja schon wirklich das Gröbste gelöst und das stimmt auch. Der Rest ist echt jetzt Pillepalle. Das ist ein bisschen jetzt grobe Arbeit, aber wir sind jetzt bei 7,57.
Wie gesagt, 1,5 Minuten haben wir eigentlich schon verstrichen gehabt, nur wegen diesen ganzen Bildchen und Timer. Aber mein Gott, so ist das Leben. Auch hier habe ich die Farbe falsch gewählt. Ich wollte eine blaue Treppe. Also nochmal die Linie ändern. Ich zeichne mir das jetzt Ganze mit 2D Linien auf und kopiere mir jetzt sozusagen eine Stufe 17 mal 27, wie wir angenommen haben. Eigentlich 9 mal und ich gab 10 ein und habe schon gemerkt, als ich dann losgelassen habe, okay, jetzt löschen wir wieder eine Stufe. So passiert es immer mal. Und dann haben wir jetzt sozusagen diese Oberkante und dieses Fleisch, also die statische Höhe eigentlich vor der Treppe, die wusste ich nicht und ich weiß gar nicht mehr, was ich angenommen habe. Schauen wir mal, was wir hier eingeben. Minus 0, 10, okay, 10 Zentimeter ist okay. Die haben wir als Aufsatz jetzt da drauf gewählt. Was es in Wirklichkeit war, weiß ich nicht, da ich keine Angaben hatte. Und jetzt verbinde ich diese Linien. Aber hier wollte ich von hier nach hier und alles, was drüber ist, entfernen. Bei mir ist das die Numlock 2-Taste. Welche Tastaturkürzel habt ihr so für solche Linien verschneiden und entfernen? Also sowas ist natürlich sehr wichtig. Auf jeden Fall hier irgendwelche Kurztasten zu benutzen. So, wir haben jetzt in 2D unsere Treppe erzeugt. Ich habe in meinem Assistenten eine Treppe. Ich habe leider das Vorlaufprojekt von mir nicht genommen, deswegen ist hier alles grau, aber egal. Ich habe trotzdem die ganzen Attribuierungen der Treppe jetzt an meinem Bauteil und wandle das ganze Architekturbauteil in ein 3D-Element um. Und ja, jetzt kann ich den 3D-Körper erstmal wegziehen, damit ich die 2D-Linien sauber löschen kann. Die brauche ich nicht mehr. Und wir sind bei 9 Minuten 50, ihr seht das selber und jetzt verklicke ich mich da wieder und jetzt möchte ich das Ganze frei 3D drehen um 90 Grad um diese Achse. Punkt modifiziere mir das, dass das nur noch 1,30 Meter breit ist, so wie diese 3D-Fläche oder wie die Treppenbreite halt ist und verschiebe mir das Ganze von diesem Punkt an diesen Punkt. Ja, das ist ja der Aufsatz, den wir machen. Und jetzt kopiere ich mir die Treppe einfach noch zweimal. Eins, zwei. Einmal müssen wir es noch in 45 Grad drehen. Und dann habe. Ja, schauen wir mal. Das kommt ungefähr dahin. Und jetzt, glaube ich, war der Moment da, wo ich gesagt habe: Okay, ich gehe jetzt in die Animation. Und hol mir einfach den richtigen Punkt, den haben wir hier gehabt mit dem Aufsatz und den richtigen Punkt hier mit dem Aufsatz. Und jetzt habe ich wirklich ein bisschen zu viel Zeit verloren mit Körper A-B. Ich habe das echt doof gemacht, muss man echt sagen. Aber mein Gott, von der Zeit her, so soll es mir verziehen sein, dann habe ich halt hier jetzt ein bisschen Zeit verloren. Ich habe da irgendwelche Punkte genommen, in irgendwelchen Höhen eingegeben. Ja, und wenn man jetzt in den Grundriss schaut, boah, bin ich doof angebracht. Mist. Und dann nicht mal in 45 Grad, also wieder zu Fenster 1 zurück geswitcht, gedreht, dann den falschen Punkt auch noch genommen. Also von hier nach hier wird jetzt gestimmt. Jetzt habe ich den Punkt angewählt. Keine Ahnung warum. Also nochmal gedreht. Von hier nach hier. 45 Grad. Dann gehe ich hierher und ziehe mir per Griffe einfach diese Kasten länger. Gehe nochmal in die Isometrie in dem Fall, oder? Ja, nee, ja, Seitenansicht, Seitenansicht. Also 3D-Körper minus 3D-Körper, Körper 2 erhalten. Verschieb mir den ganzen 3D-Körper nach oben. Geh wieder in die Animation dann rein. Verschieb diesen Körper hier hin. Ja, Körper 1 minus den, löscht das Ganze. So, nochmal. Und jetzt sieht man schon, also eigentlich können wir jetzt stoppen, das Ding ist durch. Wir sehen, auf 13 Minuten anstatt 6 Stunden habe ich die Treppe erzeugt. Das ist das Resultat, das trennt die Spreu vom Weizen. 13 Minuten zu 6 Stunden. Also,
Altplantrainings rentieren sich auf jeden Fall, damit sowas euch nicht passiert, damit ihr auch die Nerven behaltet. Ich habe auch in dem Screenshot von dem, ja, von dem Herrn Damusi, keine Ahnung, wie man es ausspricht, gesehen, dass da auch ein Fehler modelliert wurde. Von dem her, lasst euch schulen, das bringt euch und euren Team sehr viel weiter. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann liked doch bitte und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter. Ciao, ciao.